Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Show World of Tanks. Es ist ein bisschen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe zwischendurch Battlefield noch gemacht. Könnte ich auch anschauen, ist eine Stunde lang die Folge ungefähr. Hat mich 2 Tage gebraucht, um das hochzuladen. Hatte 20 GB. Irgendwas um den Dreh rum. Und naja. Jetzt mal wieder bei WoT. Das Replay hier wurde mir zugesendet von meinem Kumpel Alex. Vielen Dank dafür. Und es geht um den Panzer M4A3E2. Der meiner Meinung nach beste Medium Tank auf Stufe 6. Da kann man sich natürlich drüber streiten, weil das eigentlich kein richtiger Medium Tank ist, sondern mehr so eine Mischung aus Medium und Heavy. Aber ich weiß nicht. Man kann damit echt viel reißen, wie in dem Battle hier zum Beispiel. Indem man einfach mal in die Stadt fährt. Und sich, wenn ich das Ganze hier ein wenig vorspule, einfach mitten auf die Straße stellt. Weil die meisten Panzer in dem Match kommen vorne überhaupt nicht durch. Wie man hier gerade gesehen hat. Die Kanone von dem Panzer 4S hat theoretisch gesehen 150 Pen, reicht allerdings überhaupt nicht, um die Front von dem Teil zu durchdringen. Der Type T-34 kann das auch total vergessen. Und der einzige, der es gleich schafft, ist der, zum Moment, Churchill 3 da hinten. Und der hatte dabei echt eine Menge Glück. Wie man hier sieht, der muss sich überhaupt nicht bewegen, weil einfach so gut wie nichts durchkommt. Und wenn man den Panzer gescheit anwinkelt, dann prallen KV-1S ohne Probleme vorne ab. Also richtig genial. Das Match hier lief auch richtig gut. Er hatte am Ende 6 Kills. Und die EP sah natürlich dann auch entsprechend aus. Ich werde auch die Embleme wieder hinten dran hängen und dann kann man das gut sehen. So, wie man jetzt sieht, das Teil fährt mittelschnell, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Dreht sich recht schnell, aber auch nicht wirklich schnell. Also, naja, ist halt alles. Die Bewegung ist im mittleren Bereich, ist kein Heavy Tank, ist halt kein Medium Tank, irgendwas dazwischen. Die Kanone feuert recht schnell, hat ungefähr 130 Pen. Und damit kann man schon einiges reißen, insbesondere mit Weak Spot Aiming kann man da sogar noch auf Stufe 7 gut sein. Auf Stufe 8 ist es dann so ein Problem, aber das ist bei allen Stufe 6 so. Das war gerade von ihm ein wenig schlecht gezielt, aber passiert. Null Damage Hit. Hat wohl die Kette alles absorbt. Und das war schon der dritte Kill. Und man sieht ja jetzt auch schon, es ist eben so ein richtiger Berserker-Tank. Man kann damit reinheizen, ohne dass man irgendwie Damage bekommt. Man kann damit richtig viel Schaden austeilen, weil die Kanone nicht allzu schlecht ist und einen schnellen Reload hat. Und vorne prallt einfach alles ab. Wenn man damit richtig zu fahren weiß, sind das hier zwar immer noch gute Runden, aber keine sehr guten Runden. Sowas passiert einem dann häufiger, würde ich mal sagen. Vorausgesetzt, man kommt natürlich ins richtige Matchmaking. Der Churchill 1 hat eine recht gute Kanone und mit relativ viel Pen. Deswegen ist das auch ein kleines Problem. Es kommt hier ein ELC angefahren. ELCs sind recht gemein, weil sie eben schnell sind, einen gut circlen können, ohne dass man sie selbst trifft und eben eine richtig krasse Kanone haben. Aber auch der ELC macht gleich einen richtig großen Fehler, das würde ich niemals tun. Zwar kommt er da gleich an und bleibt stehen, um zu zielen. Da kommt er und er bleibt stehen. Das ist so die dümmste Idee, die man mit einem ELC haben kann. Aber naja. So wie man jetzt schon sieht, es prallt so gut wie alles vorne ab. Die einzigen Treffer, die durchgegangen sind, sind an der Seite. Also vorne ist überhaupt keiner. Unten am Turm ist noch einer durchgegangen, unter der Kanonenblende.
Und Orms, das war der sechste Kill. Also ich finde, der M4A3 E2 ist wirklich ein richtig genialer Panzer. Ich würde ihn auch weiterempfehlen, wenn ihr zum T29 kommen wollt oder zum T20, je nachdem. Ich mag den A8 auf gar keinen Fall. Das ist einfach nicht mein Spielstil. Finde ich überhaupt nicht lustig. Der hier macht mir sehr viel Spaß. Ich habe ihn auch selber schon ein paar Mal gefahren. Ich besitze ihn nicht selber in meiner Garage, was ein bisschen schade ist, aber das liegt daran, dass ich einfach chronisch pleite bin in WoT. Und naja, irgendwann werde ich ihn mir auch mal holen. Aber das braucht noch Zeit. Also wenn ihr mal das Teil ausprobieren wollt, ist es auf jeden Fall seine Credits wert. Und ich würde sagen, wir schauen uns noch die Endplates an, aber ich werde auf jeden Fall nicht mehr dazu kommentieren. Ich denke mal, das ist selbstverständlich. Deswegen sehen wir uns im nächsten Replay. Ciao.